Den deutschen Tischtennisathleten fehlen zurzeit die großen internationalen Erfolge. Sie scheinen einen Dauerkampf gegen die Zweitklassigkeit zu führen, trotz intensivierter Trainingsarbeit und trotz guter Bezahlung. Ein Nachfolger für Eberhard Schöler ist noch nicht in Sicht. Rechter Arm hoch, linke Hand an rechte Hüfte und seitlich beugen. Vielleicht aber gelingt der große Durchbruch 1988 bei den Sommerspielen in Seoul. Dann, wenn sich Tischtennis auch olympisch nennen darf.